Österreich! Schön, dass ihr jetzt hier seid auf meinem Kanal Bunny Sport direkt im Fanstyle Channel. Ich habe ein Tutorial gemacht, wenn ein Nationalspiel ist. Natürlich für Österreich. Wenn es euch gefällt, dann macht es auch gerne jetzt direkt nach. Schaut euch mal hier an. Ich habe hier überall natürlich alles so in der Reihenfolge der Fahne gemacht. Bin dabei auch immer so geblieben, wie die Farbe aufgebaut ist. Die Fahne. Die Farbe. Ja, und die Farben dann ja auch irgendwie. Also rot, weiß, rot. Rot, weiß, rot. Natürlich die Fahne. Aber auch im ganzen Outfit. Rot, weiß, rot. Ja, so fand ich das einfach cool. Wenn dann ein Nationalspiel ist, könntet ihr euch so kleiden und stylen. Ja, es geht auch schon direkt los und ich habe mir die Haare hier schon mal so ein bisschen zur Seite geklemmt, damit ich dann jetzt auch direkt losschminken kann. Schöne Lidschattenpalette. Ganz praktisch. Da nehme ich jetzt Rot. Ich nehme ein Weiß von hier. Gut, dann jetzt die Mitte. Oben nochmal rot, aber schön dünn, nicht zu dick. Der ist schön dünn vorne. Da dann wieder in den roten Lidschatten, den nehmen wir auch Bart schon. Ein helles Steinchen, ich habe hier viele Steinchen. Und dann nehmen wir jetzt mal ein helles. Das Hautkleber und den mache ich jetzt hier mal so dran an den Stein. Hier habe ich einen Stein. Jetzt noch einen kleineren Stein davor. Jetzt nochmal schön den Lidstrich ziehen. Ich benutze dafür sehr, sehr gern einen Filzliner, weil man damit cool malen kann. So, unterm Auge gehe ich noch mal ein bisschen mit dem Kajal lang. Auf der Wasserlinie mit diesem weißen Stift. Also, was heißt weiß? Hautfarbe. Lässt das Auge wirklich frischer erscheinen. Natürlich die Wimpern nicht vergessen zu tuschen. Ich nehme mal gerne eine Wimpernbürste, die vorne schön dünn ist. Dann kann man schön so in die Ecken mit der Spitze und die schön so nach oben drehen. Auf jeden Fall ganz wichtig, ganz cool. Ich würde jetzt eine richtig schöne Fahne auf die Wange malen. Hier male ich noch ein Mini-Fähnchen hin. Das finde ich immer so süß. Die kleinen Fähnchen an, das wird nicht süß. Die roten Lippen, ja. Schön roten Lip Liner habe ich, damit umrande ich jetzt meine Lippen. Und jetzt habe ich noch was ganz Cooles. Erstmal stecke ich mir meine Haare weg. Wow, eine rote Langhaarperücke. Richtig cool und einfach auch mal eine richtige Veränderung für uns Frauen. Voll geil.
Und diese Bändchen, die ich hier gerade so rausfummel, die macht man zu. Und jetzt einfach mal zwei Zöpfchen flechten. Ich habe rote Nägel, ein weißes Kettchen. Ist ja ein bisschen wenig weiß, habt ihr sicher auch bemerkt. Deswegen nochmal einen weißen Schal. So, noch ein Schleifchen. Und schon ist es ein fertiges Outfit für ein Nationalspiel. Für Österreich dann natürlich jetzt. Nicht zu übersehen, oder? Das sollte auch nicht zu übersehen sein. Wenn ihr Österreicher seid und ein Nationalspiel dann ist, dann zeigt allen, dass ihr für Österreich seid. Dass halt ihr Österreicher seid, wollte ich sagen. Mann, Mann, Mann. Ja, auf jeden Fall ist es voll, voll, voll toll, finde ich. Wenn ein Nationalspiel ist, ich finde es immer was Besonderes, was richtig Besonderes, weil alle irgendwie zusammenhalten. So, man wächst irgendwie zusammen. So, man ist mit allen auf einmal befreundet. Es ist einfach ein schönes Gefühl. Ja. Dann schreibt mir gerne drunter, wie es euch gefallen hat in den Kommentaren und in den Kommentaren und ja. Und teilt es unter euch Österreicher natürlich, dass ihr dann im nächsten Nationalspiel schön top gestylt seid und jeder sieht, da sind die Österreicher. Macht's gut. Bussi. Bye-bye.